Wir machen weiter und hoffen sehr, dass euch die Bürotour auch gut gefallen hat. Kommen jetzt hier auf der Mainstage zu einem Programmpunkt und einem Gast, auf den ich mich persönlich sehr gefreut habe, denn selbst mein Hund heißt Pauli. Das ist kein Scherz. Und ja, die Person, um die es geht, ist eine Hamburger Ikone. 260 Spiele für den FC St. Pauli hat er gemacht. Er hat eben gerade im Backstage, wenn man das da hinten so nennen darf, gesagt, er hat im defensiven Mittelfeld angefangen, ist dann Innenverteidiger geworden, dann Libero. Nächster Schritt wäre dann Torwart gewesen, das hat er dann aber ausgelassen und hat was anderes gemacht. Also insofern eine coole Karriere. Nachdem er aktiver Bundesliga-Profi war und sich dann nach mehreren Verletzungen einer anderen Tätigkeit gewidmet hat, ist er Trainer geworden und hat den FC St. Pauli aus der dritten bis in die erste Liga geführt. Er ist dann außerdem Trainer von der TSG Hoffenheim geworden und vom 1. FC Köln. Ja, und 2014 machte er dann komplett was Neues. Mit dem Ex-HSV-Profi Alexander Lars führt er nämlich seitdem das Rewe Center in Hamburg-Winterhude mit etwa 6200 Quadratmetern und nochmal über 1000 Quadratmetern Lagerflächen. Es ist einer der größten Supermärkte in ganz Deutschland. Wie das Ganze zusammenpasst und welche Parallelen es zwischen dem Fußball und der Leitung eines Supermarktes gibt, erklärt er uns jetzt in seinem Vortrag. Das richtige Team, nicht die besten Elf, sondern die beste Elf gewinnt. Gefolgt von einer Q&A-Session, merkt euch also bitte schon mal eure Fragen, die aufkommen. Herzlich willkommen, Holger Stanislawski. Ja, vielen, vielen Dank für den warmen Applaus. Das machen meine Mitarbeiter übrigens im Supermarkt nicht, wenn ich den Laden betrete. Insofern ist das vielleicht auch was fürs Recruiting. Aber ja, ich bin gebeten worden, einfach mal so ein bisschen durch die verschiedenen Phasen meiner Berufswelt auch so ein bisschen durchzuführen. Bin sehr interessiert nachher an den Fragen, weil sich ja doch relativ vieles geändert hat. Wie man jetzt auch Mitarbeiter neu für sich gewinnen kann. Insofern freue ich mich gleich auf die Fragerunde. Aber da mich nicht jeder kennt, habe ich mal gedacht, ich stelle mich noch mal so ein bisschen in der Tiefe vor. Gerade für die Damen, die ja nicht immer so Fußball interessiert sind, obwohl ich da auch niemandem zu nahe treten möchte. Genau, wir haben mal über so Themen gesprochen, auf die ich noch mal so ein bisschen eingehe. Es ist ja oft so, als Chef, als Unternehmer, als Cheftrainer hat man ja oft so, der Fisch stinkt vom Kopf, so ist der richtige Kandidat auch dabei und ist die junge Generation, der Nachwuchs, dann nachher auch bereit für uns. Aber vorher einmal zu mir, damit alle einmal so ein bisschen so einen kleinen Überblick haben. Geboren bin ich 1969 hier in der schönen Stadt Hamburg, bin gebürtiger Hamburger und habe relativ früh schon die Affinität zum Ball entwickelt. Da war eigentlich schon alles vorgeplant, das hat meine Mutter relativ gut hingekriegt. Allerdings muss ich sagen, ist der Kopf deutlich größer als der Ball. Insofern war ich da noch etwas moppelig. Dann begann ich meine Fußballkarriere. Man sieht, ich habe mich völlig verändert. Das ist mein erstes Spielerpassfoto. Begann dann im Alter von zarten 6 Jahren auch mit dem Fußballspielen. Und insofern auch da war schon alles so ein bisschen vorprogrammiert. Allerdings muss man sagen, machte ich auch Fehler. Und damit meine ich jetzt nicht das Trikot, sondern den Haarschnitt. Ich war auch beim HSV, ich habe auch beim großen Bruder Fußball gespielt, da habe ich so auf der Leistungsbasis dann eben auch das Fußballspielen erlernt und bin 2 Jahre beim HSV gewesen, bevor ich dann nachher eigentlich Fußballer beim FC St. Pauli geworden bin. Habe 12 Jahre bei dem Club spielen dürfen, habe dann aufgrund meiner ganzen Operationen
musste ich dann leider aufhören. Ich habe 12 OPs hinter mir, da war Fußball noch so ein bisschen körperbetonter als heute. Heute wird ja mit dem Rippenbruch 6 Wochen pausiert, das gab es bei uns nicht. Betäubungsspritzer rein, rauf aufs Feld und weiter ging es. Wie man sich danach fühlte, war jetzt nicht so. Nach meiner Ausbildung steht da drüber und das ist eigentlich so, normalerweise bin ich gelernter Masseur. Ich habe Masseur und medizinischer Bademeister noch gelernt, heute heißt es Physiotherapeut. Ich durfte noch diese ganzen Nassanwendungen auch miterleben und habe da so ein bisschen so ein paar medizinische Grundkenntnisse, habe auch in dem Job gearbeitet, bevor ich noch mal so ein bisschen über die Hintertür dann in den Profifußball gekommen bin. Habe dann allerdings aber gemerkt, nach meiner Karriere, dass der Kopf nicht nur dazu da ist, um den Ball zu köpfen. Ich war jetzt ja kein Messi auf dem Fußballplatz, also kein Filigraner, sondern eher fürs Grobe. Die Älteren kennen noch Katsche Schwarzenbeek, das war eher so meine Abteilung. Habe dann ein Studium begonnen, bin zum diplomierten Sportmanager und Sportfachwirt, habe mal versucht, ein bisschen den Kopf anders anzustrengen, bin da in der Phase auch ins Präsidium des FC St. Pauli aufgerutscht, war dann Vizepräsident für den Bereich Sport und habe da so ein bisschen mal eine andere Seite entdeckt, zumindest durfte ich mal wieder was lesen. Nach dieser Zeit habe ich aber gemerkt, ohne Fußball geht es nicht wirklich ganz, bin dann anschließend in den Trainerbereich, ich wollte es eigentlich gar nicht so sehr, aber bin dann beim FC St. Pauli in den Trainerbereich reingerutscht und durfte 4,5 Jahre die Mannschaft trainieren. Wir sind aus der dritten Liga bis in die Bundesliga aufgestiegen und dann habe ich gedacht, wechsle ich mal, weil mit dem FC St. Pauli dann deutscher Meister zu werden, war für mich eher fraglich und habe dann gedacht, ich wechsle mal an das schöne Örtchen Hoffenheim. Also der erste Kulturschock für mich. Nach meiner Trainerzeit bin ich dem Fußball trotzdem treu geblieben, habe dann 3 Jahre fürs ZDF versucht, wir sehen es im Hintergrund, Olli Kahn und Olli Welke, versucht den Fußball zu erklären, bei den Großveranstaltungen als Analyseexperte. Ich habe es nicht geschafft, deswegen habe ich nach 3 Jahren aufgehört. Olli und Olli haben es nicht wirklich verstanden, insofern habe ich gesagt, dann streiche ich hier die Segel. Es war eine tolle Zeit, weil es einfach für mich mal die Möglichkeit gab, bei so Weltmeisterschaften und Europameisterschaften hinter die Kulissen zu gucken, wie viele Monate vorher die Mitarbeiter vom ZDF anreisen müssen, Studios aufbauen, Kabel verlegen, alles, was dazugehört. Und dann in einem Studio zu sitzen, Olli Welke mache es immer gerne sehr kühl. Da draußen war Sommer, die Weltmeisterschaften eigentlich fangen ja immer im Sommer an, aber im Studio waren es dann 14 Grad und so ein Kameramann musste dann eben auch teilweise 12 Stunden da mit Mütze und Schal sitzen. Das war schon sehr skurril. Er tat mir leid, ja. Mittlerweile bin ich jetzt in die sitzende Tätigkeit so ein bisschen übergewechselt. Das ist ein kleiner Auszug aus meinem Büro. Ich habe mir da 2 nette Stühlchen hingestellt. Führe jetzt in Hamburg mit meinem Kollegen, es ist ein HSVer und mein 2. Kollege, der leider 2020 verstorben ist, war auch ein HSVer. Insofern musste ich da immer schon Abbitte leisten. Also ich musste mir das Elend vom HSV dann auch immer anhören. Insofern war ich da in guter Gesellschaft. Nein, ich führe jetzt seit über 8 Jahren den größten Supermarkt eigentlich von der Rewe in Norddeutschland. Wir haben so alles zusammen 7.500 Quadratmeter, haben jetzt ungefähr, wir sind mal mit 100 Mitarbeitern angefangen und haben jetzt 160, hatten in der Spitzenzeit von Corona bis zu 175 Mitarbeiter, weil wir ganz einfach nicht an die Regale gekommen sind. Wir mussten nachts packen, um dann tagsüber einfach nur noch aufzufrischen. Es war eine sehr skurrile Zeit, wo es bei vielen wirklich bergab ging und viele wirklich um ihre Existenz bangen mussten. War es bei uns genau in die andere Richtung. Bei uns war extrem viel Zuwachs und wir haben dann eben auch die Klavierlehrerin von gegenüber, die bei uns einkaufen kommt, eingestellt, die gesagt hat, Mensch, ich
brauche nicht unbedingt die 500 Euro für einen Minijob, aber ich brauche ganz einfach auch soziale Kontakte und dieses Gefühl, eben auch ein bisschen gebraucht zu werden. Das war eine sehr, sehr intensive Zeit, aber auch eine sehr schöne Zeit, weil wir da auch sehr, sehr viel für uns mitgenommen haben und gelernt haben, wie wichtig das ist, dass man eben auch das gesprochene Wort und der Kontakt zu anderen Menschen ganz, ganz wichtig ist und nicht nur übers Digitale. Genau, parallel dazu, das Bild habe ich ein bisschen komisch gezerrt, da war ich nicht so dick, arbeite ich so einmal die Woche in einem betrieblichen Gesundheitsmanagement-Unternehmen mit, bin da ein bisschen für, wir entwickeln eine App für Pflegekräfte, wir waren vorher mit den B- und Entladern am Flughafen beschäftigt, haben da Trainingsmodule, wenn man sich vorstellt, so ein B- und Entlader in so einer Tagesschicht wuchtet Koffer von bis zu 8 Tonnen am Tag in die Maschinen rein und aus den Maschinen wieder raus. Da haben wir Trainings mit Physiotherapeuten, mit Sportärzten, mit Krankengymnasten Programme entwickelt, die ganz einfach rückenschonender sind, muskelentspannender sind, damit die Personen dann diesen Job eben länger machen können. Wir sind dabei, eine Bewegungsanalyse zu entwickeln, wo man sich selber aufnehmen kann. Die Videos kann man einschicken, dann wird korrigiert, was machen Sie richtig, was machen Sie falsch. Durch Corona waren die Flughäfen leider alle zu und insofern haben wir dann gesagt, die nächste Gruppe, die da wirklich ja auch körperlich arbeiten muss und den großen Unterschied am Menschen, das ist ein großes Thema, ist der Pflegebereich und da sind wir jetzt mittlerweile in über 20 Pflegeeinrichtungen aktiv. Wir haben Trainer vor Ort, wir zeigen das, wir gehen mit auf Station, wir korrigieren sie, wir machen eigene Schulungen, jetzt über Ernährungsberatung und andere Dinge noch dazu und versuchen da ganz einfach so ein bisschen was Positives auch auf die Beine zu stellen für einen Bereich, der, wir haben es ja alle auch die letzten 2 Jahre mitgekriegt, immer so ein bisschen am Rande war. Wir werden nicht den Fachkräftemangel dadurch lösen können und auch nicht die Überstunden, die da geleistet werden müssen. Aber wir versuchen schon, dass wir so ein bisschen auch den Menschen was Gutes tun können, dass sie es körperlich besser schaffen. Genau, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zum Thema Chef, Mitarbeiter, Nachwuchs, das, was wir vorher so gesagt haben. Ich war jetzt ja Chef einer Fußballmannschaft. Ich war jetzt oder bin jetzt Chef von über 160 Mitarbeitern und da ist natürlich logischerweise immer, welchen Führungsstil wählen wir. Also der Umgang mit den Mitarbeitern, wir kennen es noch. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, das ist, nehmen wir mich als Trainer, sehr kommunikativ, sehr umgänglich. Ich wollte ganz, ganz viel über meine Spieler wissen. Ich wollte eigentlich alles erfahren, damit ich immer im Bilde bin, damit ich Dinge deuten kann. Ich habe mich sehr mit den Spielern beschäftigt, was sehr mühselig ist, anstrengend ist und auch sehr zeitintensiv. Aber für mich war es der einzig richtige Weg. Parallel dazu nehmen wir Felix Magath, das ist auch ein Begriff, sehr diktatorisch, sehr fordernd, sehr auf die Weise, er sagt und es wird gemacht. Aber man muss dazu sagen, er war sehr erfolgreich. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Trainer überhaupt mit dieser Art und Weise. Und die Führungsstile ändern sich natürlich laufend. Je mehr Jahre ins Land ziehen, je mehr müssen wir unsere Führungsstile einfach mit den Mitarbeitern auch anpassen. Es geht nicht mehr einzig und allein darum, dass wir informieren, sondern es geht eher darum, dass wir involvieren. Also wir müssen schon dazu übergehen, alles was an neuen Mitarbeitern kommt, da heißt es nicht nur, Regal 7 muss eingeräumt werden und dann wird es eingeräumt und bloßes machen, sondern wir müssen schon eine gewisse Vision aufbauen, wir müssen schon in den Bereich kommen, dass wir sagen, wir haben ein Konzept und wir nehmen unsere Mitarbeiter dementsprechend auch mit. Und das ist eben für uns ganz wichtig, dass wir dieses Gefühl vermitteln können, jetzt in meinem Job, und so war es auch mit meinen Spielern, dass wir so eine
Dazugehörigkeit schaffen, also dass der Mitarbeiter in der Abteilung wirklich das Gefühl hat, das ist meine Abteilung, da kann ich gewisse Dinge vorschlagen, da kann ich gewisse Dinge umsetzen und auch mal umsetzen, und es läuft nicht alles, auch bei uns, auch wenn wir mittlerweile wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Supermärkte zu den Top 3 in ganz Deutschland gehören, läuft bei uns auch nicht alles richtig und es geht auch mal was daneben und wir sind mal im Sortiment verkehrt oder. Aber dass der Mitarbeiter trotzdem das Gefühl hat, er kann es mitbestimmen, er kann es mitgestalten, er ist Teil dieses Prozesses, den wir dann auch haben, und nicht nur der Chef entscheidet irgendetwas und wir machen es. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das Gefühl vermitteln, dass es auch nicht schlimm ist und wir nicht den Laden schließen müssen, weil mal irgendein Sortiment nicht so funktioniert, sondern es ist schon wichtig, mutige Entscheidungen zu treffen. Und das ist einer so ein bisschen der Hauptgründe für mein Vorgehen eigentlich während meiner Fußballerkarriere und gerade als Trainer auch oder eben auch in meinem Supermarkt. Ich gebe Ihnen da mal ein, zwei praktische Beispiele, wie wir gewisse Dinge handeln. Als Trainer sind wir in die Bundesliga aufgestiegen und jeder fiebert natürlich diesem Derby mit. St. Pauli gegen den HSV. Wir waren relativ gut gestartet so in die Saison und dann kam das Rückspiel beim HSV. So, bei dem großen HSV, der ja ganz andere Ambitionen und auch Möglichkeiten hat. Und wir hatten, glaube ich, 37 Jahre nicht gewonnen beim HSV, beim FC St. Pauli. Es war ultra lange her. Der sitzt nun, der Trainer, alleine. Der Trainer ist meistens immer alleine. Ab und zu kommt der Co-Trainer mal vorbei, aber der will bloß dann auch keine Verantwortung, sondern sagt, lass mich bloß in Ruhe, entscheide du mal. Und dann entwickelt man irgendwann für sich eine Idee. Dann habe ich gedacht, so, jetzt haben wir dieses große Spiel, jetzt haben wir 37 Jahre nicht gewonnen, was machen wir denn mal anders? Ich mir meinen dritten Torwart, also nicht den ersten Torwart, den Stammtorwart, auch nicht den Ersatzkeeper, sondern eigentlich den, der dafür da ist, wenn einer mal nicht kann. Den habe ich mir rangeholt und habe gesagt, Bene, du bist so lange beim FC St. Pauli, du spielst gegen den HSV. Der wurde kreidebleich, der ist 1,98 Meter, so ein Viech. Der wurde kreidebleich und sagte, das ist nicht dein Ernst. Ich sage, doch, ich garantiere dir hier jetzt eine Woche vor, du spielst. Wir raus auf den Trainingsplatz, er gestrahlt. Ich sage, bleibt unter uns. Trainingsspiel geht los, 11 gegen 11. Der hält keinen Ball fest. Gar nicht. Der hatte seine Hände irgendwo in der Kabine gelassen, hatte Haken. Ach, der konnte keinen Ball anfassen, alles ging rein, alle auf ihn geschimpft, du Blinder, geh laufen, mach was anderes und so. Und ich stand da jetzt auf dem Platz alleine, meine Co-Trainer wussten auch noch nichts davon und dachte, ja, richtig gute Idee, Holger. Ja, 38 nicht gewonnen, Haken dahinter. So, dann dachte ich aber, habe ich mir nochmal reingeholt, ich sage, Langer, mach dir keinen Kopf, ne? Muss dich nicht einnässen, so, man spricht dann ja, man versucht so ein bisschen, ja, so den jungen Mann dann auch abzuholen und zu sagen, dieses Spiel, habe ich ihm gesagt, hast du dir verdient. Und egal, was da passiert, ich stehe vorne im Wind. Ich stehe im Wind, egal, was da passiert, ich stehe ganz vorne und wenn es irgendwie in die Hose geht und du greifst oder sonstiges, was du nicht wirst, dann bin ich da. Es kommt der Spieltag, was passiert? Wir fahren mit dem Bus rein, Journalisten kommen. So, und Stani, seid ihr gut drauf? Und heute ist der HSV dran und hast du was geändert? Spielst du mit 3 Spitzen oder mit 2? Und spielt der oder der? Ich sag, nö, eigentlich sind wir gut drauf, alles prima. Das ist, Bene spielt und alle. Wer spielt? Ich sag, Bene spielt. Nein, du verarscht uns. Alle wieder weg, kommt der Nächste vom HSV da irgendwie an und so, wollten das natürlich logischerweise nicht glauben. Wir sind in der Kabine, ich sag's der Mannschaft mit Totenstille. Totenstille innerhalb der. Ich sag, Jungs, ihr werdet sehen, wir werden erfolgreich hier heute bestehen. Alle sich natürlich schon so in kleinen Gruppen beim Raufgehen, Platz angucken, jeder 17 mal den Rasen, aber diesmal war es irgendwie eine große Gruppe, nicht viele kleine, sondern eine große. Wahrscheinlich haben sie da schon meinen Rauswurf gefordert, aber sie mussten das ja nun
akzeptieren. Das war mal nicht involvieren, sondern das war einfach mal informieren, aber das hatte auch einen ganz bestimmten Grund. Das Spiel fängt an, der HSV drückend überlegen, muss man einfach zugeben, das war so. Flanke, Kopfball, Bene lief eigentlich nur im Tor hin und her, kriegt den Ball gegen Kopf, da wird er angeschossen. Also er musste gar nichts machen, er stand nur immer im Weg. Und ich draußen schon, super, lange halt die Rübe hin, wenn du die Hände nicht dabei hast, ist egal. Arsch raus, alles prima. Irgendwann in der, ich glaube, 69. Minute, wir haben einen Eckball, Ecke, Ball verlängert, Asamoah köpft ihn rein, 1-0. Das war auch dieser Jubelsprung. Da bin ich dann nochmal so mit meinen alten Knochen vom Stuhl bis in den Mittelkreis gehüpft. Wir gewinnen das Spiel. Bene natürlich ausgeflippt, Eckfahne hochgehoben, alles Mögliche, Pressekonferenz. Ähnlich wie hier, ungefähr 25 Kameras, 50 Journalisten. Eine Ecke St. Pauli, in der Mitte so ein bisschen Neutralität, so der Süddeutsche, irgendwo aus München einer, Haus und Hund, der hat sich wahrscheinlich verlaufen. Und auf der anderen Seite HSV, da nur grinsende St. Pauli-Reporter. In der Mitte alle relativ neutral, bisschen Käffchen, Würstchen gegessen, da ganz betretene Gesichter. Und dann kommt die Frage von einem HSV-Journalisten und sagt, wenn das in die Hose gegangen wäre, dann wäre das ihr Untergang gewesen. Dann hätten wir sie zerrissen. Wie kommt man auf die Idee, den dritten Torwart ins Tor zu stellen? Und da habe ich gesagt, wissen Sie was? Der Junge trainiert ja mit uns die ganze Zeit. Und ich stelle jetzt mal eine Frage zurück. Was wäre passiert, wenn wir dieses Spiel heute 2-0 verloren hätten? Was wäre passiert? Totenstille. Und ich sage, wir hätten auch im 38. Jahr hier verloren. Ich sage, dieser positive Effekt, alle mal aus dieser, ich mache mir Gedanken übers Derby, das geht ja 3 Wochen vorher schon los, sich immer nur mit diesen Sachen, beim Bäcker wirst du angesprochen, an der Tankstelle, überall eigentlich, die springen ja aufs Auto und sagen, kann ich auf euch wetten und alles Mögliche. Die Spieler rauszuholen aus dieser Situation, sich permanent einen Kopf über diese Sache zu machen, in so eine Situation zu kommen, oh, ich habe jetzt Schiss, 60.000 Zuschauer, was da alles passiert, durch diesen völlig außergewöhnlichen Weg mal um die Ecke gedacht zu sagen, ich stelle jetzt jemanden ins Tor, mit dem keiner rechnet und was dann gut geht. Und da habe ich gesagt, ich hätte Ihre Sachen, die Sie geschrieben hätten, hätte ich ertragen. Weil wir hätten nur im 38. Jahr auch verloren. Nicht mehr und nicht weniger. Und das war so ein Zeichen, das Grinsen wurde breiter auf der St. Pauli-Seite, da kam auch komischerweise gar keine Frage. Und beim HSV wurde alles immer noch so ein bisschen weiter runter, wo ich gesagt habe, manchmal müssen wir andere Wege gehen, müssen wir mutige Entscheidungen treffen, müssen wir vielleicht mal so ein bisschen von dem normalen Denken, wie wir manche Sachen machen, einfach mal ein Stück weggehen, um dann eben, weil wir wären nicht in diesem Spiel abgestiegen, sondern in diesem Spiel ging es nur um 3 Punkte und um dieses eine Jahr. Gewinnst du, verlierst du. Und die Saison ging danach eh noch weiter. Also insofern war das Risiko relativ überschaubar, aber der mögliche Gewinn, den wir dadurch haben, deutlich, deutlich attraktiver. Und da ist man einfach auch mal dabei, mutige Entscheidungen zu treffen. Genauso habe ich es in meinem Supermarkt logischerweise auch gemacht. Ich habe jetzt nicht irgendjemanden genötigt, irgendetwas zu tun da, aber ich als Chef bin runter, habe ein paar leitende Mitarbeiter zusammengeholt und habe gesagt, wisst ihr was, es war glaube ich 2015, da waren wir noch relativ frisch dabei, wir machen eine Single-Night-Shopping. Sagen alle, ja, Chef, wunderbar. Da war oben wohl ein Lieferant mit Alkohol. Da gab es wohl ein bisschen schon einen kleinen Schnäpperchen. Und dann, ich sage, nein, wir machen auf dem Freitag, machen wir einfach um 22 Uhr, schließen wir ganz normal, wir machen aber nicht zu, sondern dann fängt die Single Night an und dann werden wir
eine Fotobox, Luftballons, geschnittenes Obst, ein Sektchen, ein Bierstand, ein DJ, wir haben einen DJ extra organisiert, überall kleine Boxen mit rein. Wir haben eine Kasse geöffnet, für die, die jetzt keinen abkriegen oder so, dann kann man sagen, Mensch, hatte Spätschicht, bin ja froh, dass der Laden noch auf hat, also konnte noch mal schnell ein Viertelpfund Gemischtes mitnehmen. Pärchen kam, dürfen wir denn auch kommen? Ich sage, ja, kannst deinen Mann an Kasse 4 eintauschen, suchst den anderen aus. Ne? Wir haben hier Retoure. Die waren alle ganz begeistert. Was passierte? Es wurde 9:30, es wurde 9:45, wie alles. Ohne Kosten. Also die Kunden können ganz normal kommen, ohne Kosten für die Kunden. Natürlich darf man sich nichts aus dem Regal einfach mitnehmen. Das ist selbstreden, weil dann wäre der Laden leer. Aber alles, was wir zur Verfügung gestellt haben, sollte eben in meinen Augen eine andere Art der Begegnung sein. Einfach mal Supermarkt anders. Nicht immer in freitags in der gleichen Bar sitzen, wo man sagt, ach du Scheiße, der ist schon wieder da. Pass auf, 9:30 kommt er und fragt mich, ob ich was trinken will und ich sage wieder nein. Sondern einfach mal eine andere Möglichkeit, das zu machen. Es wurde 10 Uhr, keine Tür ging auf. Ich sage, gute Idee, Holger. Das war ja richtig gut. Hat ja gut gefruchtet. Dann sagt die Mitarbeiterin, die beim Sekt stand, sagt sie, Chef, da haben wir eine Menge zu tun. Die müssen wir ja alle leer machen. Ne? Ich sage, da rufen wir die Kollegen an. Die haben jetzt nicht mehr frei, sondern die sollen auch kommen. Was war? Es ging die Tür auf und es kamen die Leute rein. Zurechtgemacht. Die Mädels, meistens sind meine Freundin dabei, so dass man ja nicht alleine geht. Ich möchte mich nicht gleich outen als Single, sondern ja, ich brauche irgendwie so ein bisschen einen Halt noch dabei. Und es wurde richtig voll. Es wurde richtig voll in dem Laden. Ich greife einmal vorweg. Mittlerweile hatten wir auf der letzten Single Night 3000 Leute, die den Abend gekommen sind. Es wurde getanzt, weil wir haben ungefähr diese Größe hier von der Wand bis hier haben wir ein eigenes Fußballfeld bei uns im Supermarkt mit Banden, mit Kunstrasen, mit Netzen, damit die Bälle logischerweise nicht irgendwo einer 80-jährigen Dame irgendwo am Kopf fliegen. Aber das ist für die Kinder zum Spielen. Da ist eine kleine Sitzecke dabei mit einem Cappuccino-Automat für 50 Cent. Da sitzen die Älteren. Aber es war ganz einfach so, dass das so angenommen wurde, so positiv angenommen wurde, wo auch zu Anfang von den Mitarbeitern logischerweise sehr, sehr viel, die mussten wir ja so beim ersten Mal ein bisschen nötigen. Die Arbeitszeit ist vorbei und wir kommen jetzt auf die Idee und machen jetzt Nachtarbeit. Logischerweise haben sie dafür auch was bekommen. Wir mussten aber den einen oder anderen erstmal aktivieren. Das brauchen wir heute nicht. Wenn wir sagen, wir machen wieder eine Single Night, stehen alle da und sagen, ja, ich habe Zeit, Chef, ich bin dabei. Weil es ist auch für die Mitarbeiter Spaß, es macht ihnen Freude, es ist eine völlig entspanntere Begegnung mit den Kunden, die bei uns einkaufen kommen, logischerweise die man kennt, da kam aber auch von woanders welche her und sagt, Mensch, habt ihr ein Sortiment? Normal kriegt man, keine Ahnung, in der Größe des Ladens 40.000 Artikel, wir haben 70.000 Artikel. Wir leben da in einer Überfluss, aber wir haben Sachen, ich sage immer, bis auf Regenwasser führen wir alles. Also es gibt alles bei uns im Laden, was man sich irgendwie wünscht. 80 verschiedene Gin-Sorten, ob man das jetzt braucht, weiß kein Mensch, aber es ist so. Und das sind so Entscheidungen, die wir treffen, genau wie mit dem Fußballplatz, wo wir sagen, die Rewe hat uns gesagt, macht den Fußballplatz nicht, ihr verliert 200 Quadratmeter Möglichkeit, Regale aufzubauen. Da habe ich zur Rewe gesagt, wenn wir bei 7.500 Quadratmeter insgesamt auf diese 200 Quadratmeter noch angewiesen sind, wenn wir 70.000 Artikel schon bei uns im Laden haben und ich könnte da nochmal 2.000 platzieren, würden wir was falsch machen. Wir machen das aus einem ganz bestimmten Grund. Es ist einmal die Möglichkeit für Familien, ihr Kind einfach mehr oder weniger in diese Spielgruppe reinzusetzen und zu sagen, ich gehe jetzt mal an unseren 60 Meter Bedienungstresen, den wir da haben, von Fisch über Wurst, Fleisch und Käse und weiß, wo mein Kind auch ist,
Die Schwierigkeit ist immer, es steht dann 5-5, gespielt wird bis 10 und die Eltern kriegen das Kind nicht wieder raus, aber die Tiefkühlpizza ist schon drin. Das wird dann ein kleines Problem. Aber ich sage, der Hauptgrund ist auch für mich eher eine soziale Komponente, alt trifft jung. Weil in dieser kleinen Sitzecke sitzen ganz, ganz viele alte Menschen. Aufgrund der Größe des Ladens brauchen die irgendwo mal eine Sitzmöglichkeit. Und 2014, als wir übernommen haben, waren 2 harte Stühle, nicht so weich gepolstert, sondern aus Metall, direkt vorm Lager, vorm Rolltor. Und da konnten sich die alten Menschen dann mal hinsetzen und kurz ausruhen und verschnaufen. So, jetzt sitzen die vorm Rolltor, haben wahrscheinlich eh schon so ein bisschen Schüttel. Und jetzt geht das Tor hoch, runter, hoch, runter. Und das ist das Einzige, was sie sehen. Und da habe ich gesagt, das müssen wir ändern. Dadurch haben wir diese Ecke da gemacht. Und was passiert? Die Eltern sagen, Lennart, du bleibst hier drin, ich hole dich wieder ab. Lennart macht, schießt Martina den Ball erstmal direkt gegen den Kopf, Geheule. Mutti ist aber schon weg. Und jetzt kommt die nächste Situation. Dann kümmern sich die alten Menschen. Die alten Menschen stehen auf, legen ihre Zeitung weg, ihr Cappuccino und sagen, Mutti kommt gleich wieder, ist nicht so schlimm. Und so haben wir eine Interaktion zwischen wirklich ganz alt und ganz jung. Und so kommen die Mütter nachher wieder und sagen, war irgendwas? Und dann erzählen die alten Menschen ein bisschen. So haben wir eine Möglichkeit, alles so ein bisschen, ohne jemanden auch außen vor zu lassen, immer wieder mit einzubinden in dieses ganze große Konto. Da steht nur ein Schild, wir übernehmen keine Haftung, weil sonst müssten wir da 5 Leute sitzen haben, was personalkostentechnisch nicht zu halten ist. So, auf eigene Gefahr. Aber die alten Menschen kümmern sich wirklich um die Jungen. Und das ist ein ganz, ganz tolles Bild, wenn man da vorbeigeht. Jetzt durften wir ja lange die Arena nicht eröffnen, jetzt steht da Ware drin, aber wir werden das relativ schnell wieder aufleben lassen und umbauen, weil wir einfach sagen, nur aufgrund von dieser Sache hat sich das Ganze schon gelohnt. Und mittlerweile sagen junge Menschen oder Kinder zu ihren Eltern, ich komme mit zum Einkaufen, wenn wir in die Arena fahren. Das heißt nicht zu Stani oder zu Alex oder in Rewe, sondern das heißt Arena, weil sie wissen, da wollen sie Fußball spielen. Ab und zu treffe ich natürlich auch junge Leute da um 10.30 Uhr. Ich sage, und? Hast du heute keine Schule? Ausgefallen. Ich sage, klar ausgefallen. Ich sage, Abfahrt, sei raus. Ist natürlich interessanter als Schule, manchmal Fußball zu spielen im Supermarkt. 3 Stunden WLAN noch kostenlos. Da ist für alle Digitalfreaks dann natürlich auch noch alles dabei. Deswegen sage ich, manchmal um die Ecke denken, manchmal mutige Entscheidungen, manchmal nicht immer nur in dem gleichen Bereich zu bleiben. Wir gehen ja im Fußball auch oft raus und sagen, wir machen mal Boxen, wir machen mal Volleyball, wir machen mal andere Dinge, um ganz einfach andere Sinne auch und aus anderen Sportarten, aus anderen Bereichen auch Dinge einfach mit dazu zu nehmen. Deswegen ist das für mich, mutige Entscheidungen, einfach ganz, ganz wichtig. Qualität versus Mentalität. Wir hatten vorhin diesen Satz, ist jeder Stürmer denn auch der Richtige? Ich glaube, ich bin damit relativ gut gefahren in meiner Fußballmannschaft. Manchmal muss man vielleicht auf 10% Qualität, was in so einem Lebenslauf drinsteht oder was man auch sieht, zum Wohle der Mentalität muss man darauf verzichten. Mentalität / gut fürs Team. Es gibt Spieler, die sind einfach vielleicht qualitativ nicht ganz so gut wie der andere, aber sie sind unfassbar wichtig für so ein Team-Gedanken. Und deswegen ist es manchmal besser auf ein bisschen Qualität, natürlich Lewandowski oder mich vorne im Sturm, das ist zu viel Qualitätsverlust, das würde nicht hinhauen. Aber wenn es ungefähr so hinkommt, sollte man das machen. Manchmal im eigenen Stall zu gucken, ist sehr, sehr wichtig, glaube ich auch. Manchmal, bevor man jemanden von außen holt, sollte man gucken, habe ich nicht vielleicht in meinem Team schon jemanden, der gewisse Dinge machen kann? Ein Linksoffensiver, der vielleicht links hinten besser spielen kann und der Mannschaft dadurch diesen Offensivcharakter auch viel, viel besser mitgeben kann. Oder in meinem Supermarkt wollte sich eine nie immer an die Kasse setzen. Sie dachte, nein, das kann ich nicht, jetzt sitze ich an der Kasse.
und lässt die Kasse gar nicht mehr los. Also insofern ist es manchmal auch ganz gut, auch im eigenen Unternehmen auch erstmal zu gucken, was habe ich da für Charaktere, welche Möglichkeiten habe ich und wo könnte ich den vielleicht noch sehen. Und dann mit ihm erarbeiten und vorsichtig ranführen, nicht einfach hinsetzen, sondern dann vorsichtig ranzuführen und zu sagen, das wäre doch auch was für dich, probier es mal aus. Bei jungen Menschen ist es so, wir wissen alle, junge Menschen wollen heutzutage abgeholt werden. Es geht nicht mehr einfach nur so darum, ach, du machst jetzt Maler, du wirst jetzt Maler und dann ist das so, weil Vater war das, Großvater und davor auch, das wird jetzt so gemacht. Aber man muss ihn auch elementare Dinge bewusst machen. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch, und wir reden ja auch über Fachkräftemangel, mit einem Auszubildenden, der sich bei uns beworben hat und er wollte gerne im Servicebereich am Fleischtresen arbeiten. Super schwer zu kriegen, also wenn ihr Kinder habt, lasst sie Schlachter werden, rüber zur Rewe, die zahlen auch tariflich, also insofern ist er da richtig gut dabei. Und dann kam er zu mir zum Gespräch und dann blätterte ich so alles durch und dann sage ich, was glaubst du, warum ich dir jetzt absage? Und dann sagt er, ach, ich weiß, die 5 in Deutsch. Ich sage, nein. Ich sage, du sollst dahinter ja nicht was schreiben, Briefe schreiben, sonst irgendetwas, sondern wir haben durchaus auch schon Kassen, wo das so rauskommt, da steht vielleicht was drauf. Bisschen lesen wäre ganz gut. Ich sage, ich nehme dich nicht, weil du 40 Fehltage hast. Das ist gefährdend für mein Team, nicht die 5 in Deutsch. 40 Fehltage, die unentschuldigt sind oder nicht aus Gründen, weil jemand schwer krank war oder sonstiges, das ist der Grund, was mein Team gefährden kann, weil wir brauchen Zuverlässigkeit. Da steht ein Team hinter. Da muss morgens um 5 wird da angefangen, der Tresen zu bauen. Da werden verschiedene Sachen gemacht. Wenn ich keine Verlässlichkeit und das Team keine Verlässlichkeit darin hat, in dass du wirklich da bist, pünktlich kommst und nicht einfach sagst, nee, heute habe ich jetzt keine Lust, um 6 irgendwie anzufangen, dann kriege ich ein Problem. Er hat es woanders probiert. Danach, wir haben ihn dann versucht, auch zu helfen und weiter vermitteln. Und was war? Er ist in diesen 6 Wochen, die er da Probe arbeiten sollte, ist er eben mehrere Male nicht gekommen oder 1,5 Stunden zu spät oder sonstige Dinge, was einfach nicht funktioniert. Und deswegen, glaube ich, müssen wir manchmal, und es betrifft ja nicht nur junge Leute, sondern um Gottes Willen auch andere Arbeitnehmer, aber manchmal müssen wir gewisse Dinge einfach auch bewusst machen, damit es vielleicht mal so ein bisschen Klick macht. Sicherheit, mein Gott, ich habe die ganzen Dinger verschoben. Das fühlt sich ja so an, als wenn ich auch nicht schreiben könnte. Sicherheit ist ein Thema für Mitarbeiter, für jeden, gerade in der heutigen Zeit, ein Sicherheitsgefühl als Arbeitgeber, als Chef auszustrahlen für die Mitarbeiter. Und wir wissen ja, wir sind jetzt am Anfang von dieser Unsicherheit mit Banken, mit Lebensmittelpreisen, mit Öl und Gas und alles, was dazukommt. Ich kann jetzt schon mal vorwarnen, es wird gerade was den Lebensmittelbereich betrifft, nicht besser, sondern es wird viel, viel schlechter noch werden, auch im nächsten Jahr, weil jetzt wird leider kein Weizen angebaut. Wertschätzung. Jeder Mitarbeiter möchte gerne Wertschätzung erfahren. Das müssen wir transportieren, wir müssen mit dem involvieren, müssen wir gewisse Wertschätzung, aber trotz alledem, auch wenn etwas nicht funktioniert, muss man auch, Kritik ist immer so ein scharfes Wort, muss man Anregungen geben, was man besser machen kann, man muss auf Dinge hinweisen, aber trotz alledem ist dieses Thema, ist immer so leicht gesagt, Wertschätzung, aber Wertschätzung ist oftmals das gesprochene Wort, sich jemanden mal zur Seite zu nehmen, einfach mal ein bisschen mit ihm auch ein paar verschiedene Dinge durchzusprechen. Verlässlichkeit ist wichtig. Als Arbeitgeber, als Chef muss ich eine verlässliche Größe sein. Das ist so verschoben, das sieht aus wie. Und Perspektiven. Ich muss Perspektiven aufbauen, um Visionen entstehen zu lassen. Wohin kann so ein Weg führen, wenn man den und den Bereich arbeitet? Das sind alles so Dinge. Und was natürlich nie zu kurz kommen darf, ist der Spaß. Und ich handle immer, ich habe schon das Zeichen gekriegt, ich bin so am Ende angekommen. Es ist für mich immer dieser Satz, der mich leitet. Menschen müssen Menschen mögen. Die 4 großen M's. Sobald ich mich in
einem Team bewege, mit Menschen zusammenarbeite, muss ich Menschen mögen. Ich muss es mögen, mich mit ihnen an einen Tisch zu setzen, in die Augen zu gucken, auseinanderzusetzen, Dinge zu erfahren, wie reagiert er von der Mimik, von der Gestik her auf meine Dinge, die ich spreche. Und nicht zu sitzen und sagen, oh, das ist jetzt Teams gerade. Ich wette 5 Euro, dass er nichts unten drunter anhat. Das sind so Sachen, da können wir viele Dinge gar nicht greifen. Und für mich ist es immer wichtig, in meinem Laden, logischerweise und glücklicherweise, müssen wir da noch physisch anwesend sein. Aber für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass ich mich mit den Menschen auseinandersetze. Und sie sich genauso mit mir. Ich bin da nicht beratungsresistent. Und ich habe eigentlich noch ein kleines Video, das lassen wir jetzt aber weg, weil wir zur Frage- und Antwortrunde kommen, wo ich mich selber so ein bisschen in einem Fußballinterview auf die Schippe auch nehme und meine Spieler auf die Schippe nehme. Und als Chef ist es manchmal auch so und als Vorgesetzter, wir müssen uns alle nicht so wichtig nehmen, weil ohne alle anderen drumherum, ich habe immer gesagt, wenn der Zeugwart nicht da ist, können wir kein Fußball spielen, weil dann haben wir keine Schuhe. Insofern, glaube ich, sollten wir uns alle nicht wichtiger nehmen, als diese Position aussagt. Und es ist schon ganz wichtig, wenn man mit vielen Menschen zusammenarbeitet, dass man guckt, dass das ganze Team funktioniert und man nicht selber so eine Alleinrolle da einnimmt. Es ist gut, es ist wichtig und es ist schön, gerade nach den letzten 2 Jahren Menschen um sich herum zu haben und sich mit denen auseinanderzusetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Stani, für die, ich traue mich, für die sympathische und coole Einführung hier in das Thema. Jetzt ist eure Zeit, Fragen, Antworten. Jetzt ist der Moment, an dem ihr Stani löchern könnt, entweder noch mehr Anekdoten zu erzählen oder aber was Inhaltliches zum Thema Führung oder zu seinem Unternehmen. Insofern, wir haben hier ein Mikrofon und wir starten direkt durch, wenn ihr Fragen habt. Einmal die Hand hoch und dann kommen wir direkt zu euch. Ja, am Anfang ist immer ein bisschen schwer, da müssen wir uns dann warm laufen. Fußballfragen sind erlaubt. Wer bricht das Eis? Wer traut sich? Ja, vielen Dank für deinen Vortrag. Was ist im Nachhinein jetzt schwieriger, eine Fußballmannschaft führen oder einen Supermarkt zu führen? Glücklicherweise hatte ich nie 160 Spieler in meiner Mannschaft. Das wäre von der Rasengröße her schwer gewesen. Nein, es ist sehr ähnlich. Ich wurde ja auch, als ich mich damals 2014 entschieden habe und habe dann irgendwann mitgeteilt, dass ich einen Supermarkt mache, dachten ja auch alle, ich verkackeier sie und das ist nicht wahr. Aber ich habe gesagt, ich bewege mich eigentlich nur eine Nummer größer auf dem Spielfeld, weil es geht um eine Dienstleistung. Einmal haben wir eine Dienstleistung am Zuschauer, am Fan. So sollte Fußball zumindest ausgerichtet sein und nicht nur denken in Prämien, sondern ich habe eine Dienstleistung am Fan zu leisten. Das habe ich als Spieler die Verpflichtung. Und wir haben eine Dienstleistung am Kunden zu leisten. Und genau so greifen da alle Mechanismen, die in einem Teamsport, die in einem Unternehmen, wo man mit mehreren Menschen zusammenarbeitet, geht es darum, mal nach vorne zu gehen, mal sich zurückzunehmen, mal einfach auch mal den Mund aufmachen, mal einfach nur geschehen lassen, sinnige Fragen zu stellen, auch Kritik zu äußern. All diese Dinge, die dann eben auch da sind, sind im Fußball so, im Unternehmen so. Und es ist ganz einfach, wenn man dann rausgeht, entweder auf den Platz oder auf den Supermarkt, dann ist es wichtig, dass man als Team auch auftritt. Und es kann nicht sein, dass dann irgendein Mitarbeiter zu mir kommt und möchte, gab es auch schon, da hat ein Mitarbeiter dann unten mit Alex versucht, so eine Diskussion auf der Fläche unten. Und da habe ich gesagt, nicht hier, oben, können wir uns alles sagen, aber nicht hier unten auf der Fläche. Weil dann musst du als Team funktionieren. Und das ist bei mir im Supermarkt so und das ist auch im Fußball so. Insofern ist es sehr ähnlich, was wir im Supermarkt nicht haben. Ich habe das mal in so einem Interview gesagt, was unterscheidet sich? Ich habe gesagt,
Wenn du in der 91. Minute das 1-0 schießt, dann ist das eine Emotionalität, die du in keinem anderen Job hast. Das reißt dich, du könntest aus dem Stadion raushüpfen. So viel Energie hast du. Und es gibt dieses ganz wohlige Moment. Ich habe mal gesagt, das habe ich nicht, wenn wir 5 Scheiben Tilsiter mehr verkaufen. Dann mache ich keine Polonaise durch den Laden und sage, juhu, und los geht's, alle hinterher und wir haben jetzt einen neuen Rekord. Das machen wir nicht. Da geht's stetig, da muss man sich stetig wirklich weiterentwickeln, muss auf Dinge achten. Aber die Emotionalität ist der Unterschied. Deswegen ist Fußball da natürlich noch mal ein bisschen intensiver, was die Höhen und die Tiefen allerdings auch betrifft. Weitere Fragen? Ja, vielen Dank für den sehr inspirierenden Vortrag. Du hast jetzt ja auch positiv bewiesen, dass man eben mal in eine neue Branche eintreten kann. Ich bin überhaupt keine Fußballexpertin, aber gefühlt ist so die Trainerwelt sehr aus ehemaligen Fußballspielern geprägt. Also ist das, also wie kommt das? Ist das, also bewirbt sich da keiner von außen oder ist dieses System so geschlossen, dass da keiner reinkommt? Hast du da eine Erklärung dafür? Ja, also grundsätzlich ist es so, das ist schon ein sehr eigener, geschlossener Kreis. Der DFB noch mal mehr, die Nationalmannschaft, das ist noch mal mehr so ein sehr geschlossener Kreis. Grundsätzlich ist es von Vorteil, wenn man weiß, dass da 11 gegen 11 spielen und ein Ball rollt. Also das mögen manche vielleicht anderen Menschen nicht zutrauen, aber Bundesliga-Trainer ist ja mittlerweile ein wirklicher Lehrberuf geworden. Früher war es wirklich so, damals wurden Trainerausbildungen so gemacht, da haben sich 40 ehemalige Fußballer getroffen, haben jetzt ein gesetzteres Alter, 3 Tage in Köln, montags irgendwann mittags angereist, mittwochs wieder abgereist, haben ein bisschen Fußball gekickt und haben sich alte Fußballgeschichten erzählt. Leider, als ich meinen Fußballlehrer bauen musste, musste ich 11 Monate, 4 Tage in Köln sein und bin dann auf dem Donnerstagabend nach Sportmedizin und Ernährungslehre und alles, was dazukommt, rübergefahren nach Aue, 600 Kilometer, habe meine Mannschaft betreut beim Spiel und bin dann auf den Sonntag wieder zurück, weil ich irgendwelche Stunden mal verpasst habe und musste dann wieder da weitermachen. Das ist wirklich ein Lehrberuf. Was kein Lehrberuf ist, ist Manager. Also es kann in einem Bundesliga, man sieht es ja auch bei vielen Vereinen, leider, das ist so, da viele ehemalige Fußballer machen es, aber haben es nie gelernt. Also haben von der Wirtschaft, das sind ja Wirtschaftsunternehmen, wir müssen ja die Sozialromantik ein bisschen außen vor lassen, dass sich da 22 Mann treffen auf dem Samstag und haben Lust, Fußball zu spielen und 60.000 kommen zufällig vorbei und trinken Bier und gucken zu und alle freuen sich. Das ist vorbei. Bayern München macht 500, 600, 700 Millionen Euro Umsatz. Also das sind Unternehmen, da geht es um Wirtschaft. Und da sollte man schon auch ein bisschen logischerweise auf entscheidenden Positionen schon Ahnung haben, was man da tut. Man muss nicht Bundesliga gespielt haben, um Trainer zu werden. Ist manchmal ein Vorteil, weil es ist ein Unterschied, ob ich bei Erkenschwick gegen Urwilgonne 14 Rentner habe, die zugucken, weil sie zu Hause raus mussten. Oder ich stehe 82.000 Menschen gegenüber bei Borussia Dortmund, wenn man da rausläuft und läuft auf so eine Wand zu. Das ist schon ein Unterschied, womit man umgehen lernen muss. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass auch Fußballer oder eben Menschen Trainer werden, die nicht Bundesliga gespielt haben. Da gibt es auch genug Beispiele. Hier vorne. Hi, danke erstmal für den Vortrag. Als St. Pauli-Trainer hatte man sicherlich nicht das Problem, dass man Nachwuchskräfte gekriegt hat, weil da vermutlich wollten da ja viele Amateure auch hin, die dann weiter aufsteigen wollten. Jetzt haben Sie ja vorhin das Thema Fachkräftemangel selber angesprochen. Gerade jetzt auch nach Corona, wir haben ja hier auf der Messe viel über agiles Arbeiten, Homeoffice und weiter. Das ist jetzt an der Fleischtheke aus Gründen nicht möglich. Wie stellt man sich da als Supermarkt auf in Zukunft, um dieses Thema Recruiting, worüber wir ja auch viel reden, dass man immer genug Arbeitskräfte hat, weil sonst funktioniert ja ein Supermarkt auch nicht. Also
Hat sich das verändert? Gibt es das schwieriger als noch vor ein paar Jahren? Ist das gleich geblieben? Das würde mich mal interessieren. Es ist schon deutlich schwieriger geworden. Also gerade für gewisse Bereiche, so was Service, also wo man spezialisiert sein muss auf eine gewisse Gruppe an Waren, das ist schon schwieriger. Kasse kann man heutzutage, das ist nicht mehr wie früher bei Aldi, wo man 1834 Preise wissen musste oder alles kostet 79 Cent und dann tippt man das ein, sondern das ist relativ einfach zu lernen, genauso auf der Fläche unten auch normalerweise, aber es gibt diese Fachbereiche, wo wir auch merken, es gibt eben wenig junge Leute, die gerne Fleischer werden wollen und da haben wir einfach, weil das hat mit den Arbeitszeiten zu tun. Wir haben jetzt 6 Tage die Woche von 8 bis 22 Uhr geöffnet, bis der Tresen leergeräumt ist, bis sauber gemacht wurde. Dann gehen die vor 11 nachher auch nicht raus. Also das ist, wenn man die Spätschicht hat. Und das möchte nicht mehr jeder machen. Man muss schon gucken, dass man andere aus dem Team, was ich meinte, im eigenen Team gucken, wen könnte man sich vorstellen und anlernen, umlernen für diese Bereiche, zumindest auch als Springer, dass sie als Springer fungieren können, also in verschiedenen Bereichen auch sein können, ohne diesen Job des Springers auch irgendwie abzuwerten, so weil man ja nirgendwo richtig ist. Aber es ist schon schwierig geworden, da jemanden zu finden. Und wir müssen, und das wissen wir ja auch alle, es wird irgendwann in 10, 15, 20 Jahren so sein, es wird noch viel, viel weniger Fachkräfte geben und wir müssen uns sehr attraktiv gestalten. Und bei uns ist es so, wir hätten die Chance gehabt, nach einem Jahr rauszugehen aus dem Tarifvertrag. Wir sind tariflich weiter drin geblieben. Wir machen jede Tariferhöhung mit für unsere Mitarbeiter. Wir können über den Tarif grundsätzlich diskutieren, ob es Sinn macht, wenn ein Unternehmen 5 Millionen Minus macht, ob man dann eine Gehaltserhöhung kriegen muss. Aber das ist was anderes. Aber dadurch versuchen wir Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, wir beteiligen sie an Umsatzzielen. Also wir legen dann mit unseren Leuten fest, wir denken bei 1,5% Umsatzsteigerung die Summe und unsere Mitarbeiter partizipieren dann eben auch vom Erfolg. Und so versuchen wir dann eben durch das Arbeitsklima, durch das, wie wir sie versuchen mit einzubinden, aber auch durch die finanzielle Komponente, das Gesamtbild so zu machen, dass man sagt, das ist ein attraktiver Bereich, in dem ihr euch hier bewegt. Und damit versuchen wir natürlich auch Menschen an uns zu binden oder neu zu gewinnen. Und bislang ist es ganz gut gelaufen, aber wir sehen es auch, es wird schwieriger und schwieriger. Vielen Dank für die Antwort. Falls du Tipps brauchst, falls es mal nicht mehr so läuft, kannst du immer gerne auf uns zukommen. Und falls du Best Practice brauchst, hast du natürlich hier auch ganz viel Netzwerk. Mit Blick auf die Zeit, vielleicht noch eine kurze Frage, wenn ihr Lust habt. Hi. Ich fand die Geschichte mit der Single Night total cool. Das ist ein cooles, erfolgreiches Konzept. Und da habe ich mich gefragt, ob sowas vielleicht auch für Jobsucher interessant sein könnte, um Jobsucher und Recruiter zusammenzubringen? Absolut. Also wir waren bislang immer so ein bisschen in unserer Welt, wir bieten ein bisschen Ware an und machen da, aber es ist die Möglichkeit, so wie wir es auch im Vorkassenbereich haben, wo sich viele dann auch präsentieren, ob Tierschutzorganisationen oder anderes, da eben auch diesen Weg zu gehen, absolut. Also es ist nach oben hin offen. Ganz kurze Geschichte dazu, war ich auch auf dem Vortrag und habe das dann da auch erzählt gehabt und alle waren ganz begeistert. Ich sage, naja, nur Singles hier im Raum, wunderbar, alles gut. Aber dann kam jemand zu mir und sagte, ja, für dich als Supermarkt, da ist das einfach. Also du hast ja dann auch die Lebensmittel da und sowas alles. Ich habe ein Küchenstudio, wie soll ich das machen? Und dann habe ich gesagt, da sind ja auch durchaus Kochmöglichkeiten. Ich sage, da machst du einen netten Abend, kochen. Ich sage, du holst dir einen Künstler, der aus deiner Region kommt. Der stellt Bilder aus. Ein Bild wird versteigert für einen guten Zweck. All diese Möglichkeiten hast du auch. Und so bringst du das Ganze ja auch dann deinen Kunden wieder so ein bisschen nahe. Und es ist ja durchaus mal auch ganz gut zu sehen, funktioniert der Herd oder ist der Backofen besser oder der. Und parallel dazu geplant mit
guten Aktionen, die man da hat, einen Künstler eine Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren, gleichzeitig etwas zu versteigern, um zu sagen, ich unterstütze, so wie ich es mache, meinen Tierschutz, meine Tierschutzprojekte. Das ist, glaube ich, eine Möglichkeit. Nach oben hin ist alles offen. Und auch da gibt es sicherlich Möglichkeiten und wir werden das im Auge behalten. Also wir halten fest, die nächste Recruiting Night gibt es in der Arena. Ihr wollt nur alle einen Sekt. Ja, auch das. Hättest du auch einen Platz für Bene im Supermarkt? Würdest du den auch mitnehmen? Oder? Nicht mehr. Okay, Stani, vielen, vielen Dank für diesen sympathischen und tollen Vortrag, auch für deine Zeit. Und wir haben festgestellt, es kommt besonders auf die Führungskräfte an. Und ich glaube, da sind deine Leute auch sehr happy. Das haben wir heute auch ein bisschen gespürt. Vielen, vielen Dank. Großen Applaus. Viel Spaß noch.